Herr Röder, inzwischen ist Europa nicht mehr die Weltmacht Nummer eins. Das ist seit Jahrzehnten schon von den USA übernommen worden, diese Rolle. Inzwischen tritt China auf den Plan und es gibt ganz offenbar eine Machtverschiebung von West nach Ost. Im Gegensatz zu Hegel, der vor 250 Jahren schon gesagt hat, die Machtverschiebung findet statt von Ost nach West. Wie schätzen Sie das ein? Das ist ja zunächst einmal eine Frage der Perspektive. Sie können ja auch der Meinung sein, dass sich die Macht von den USA nach China nach Westen verschoben hat. Also das hängt immer von der Frage ab, von wo aus man auf die Dinge schaut. Und ganz im Ernst bin ich tatsächlich kein Hegelianer. Und ich glaube, diese großen Erklärungen weltgeschichtlicher Gesetzmäßigkeiten sind nicht das, was meiner Erfahrung als Historiker entspricht. Ich halte es sehr viel mehr mit Aristoteles, der gesagt hat, es ist wahrscheinlich, dass das Unwahrscheinliche geschieht. Und das heißt, diese Offenheit für das Unerwartete sprengt die Grenzen unserer zu knapp bemessenen Erwartungen. Und dieser Gewinn von Offenheit in der Erwartung der Zukunft, ich glaube, das ist der eigentlich große Gewinn, den wir aus der Beschäftigung mit Geschichte beziehen können.